Was haben wir für Aufstände gemacht, dass wir den Briefkasten kriegen? Eigentlich müssten wir, also wir haben auf jeden Fall Fotos gesichert, wie er unter dem Boden liegt. Wir haben total vollgestopft an der Zeitung. Ja. Immer wieder, damit er runterkam, damit wir da keine Post reinkriegen. Ja. Jeder war damit einverstanden, weil die sind ja alle Kriminellen. Was haben wir gebeten? Bitte, sagen Sie doch auch mal, Ihre Post kommt nicht an bei uns. Nee, da haben Sie doch gar kein Interesse drin gehabt. Sie wollten doch nur klauen. Ne? Was also auf dem Fußboden nachher rausgerissen, müssen wir auch noch haben. Ne? Ja. Das müssen wir auch noch haben. Was haben wir uns erniedrigt und gebettelt, nur um einen Briefkasten zu kriegen? So, jetzt kein Postfach, jetzt drehen Sie es alles um. Ne? Jetzt drehen Sie es alles um. Ja, nun ist uns auch egal. Ne? Nun will ich hier einen Briefkasten haben. Einen richtig schönen Briefkasten. Ne? Und dann steckt hier der Schlüssel drin. Und wir werden nicht belästigt. Das möchte ich mal allen anderen sagen. Man will hier unbedingt in eine Wohnung rein, wenn wir was haben. Wenn wir besonders betroffen sind. Damit man was machen kann. So, wir haben, bringen nicht diese Denkleistung, um das alles zu begleiten, was man jetzt um uns macht hier. Die Gesetze und so. Ich brauchte das nicht. So ein Anwalt, das ist so billig. Da nehme ich doch einen Anwalt. Haben Sie Vorstellung, was wir geleistet haben in der Forschung? Haben Sie Vorstellung, wie man das Hirn meiner Frau geschädigt hat? Das kann diese ganze BRD nicht bezahlen. Haben Sie Vorstellung, was wir hier aushalten mussten mit der Polizei? Na, Sie haben das ja schon auf der Breite überprüft. Na, ich denke mir da bestimmt nicht aus. So, nun wissen Sie selbst. Nun wissen Sie selbst, was Sie da verteidigt haben. Ja, kein Problem. Nee, das wollte ich doch schon mal eindeutig sagen. Also, keine Entgeltung hier. Keiner kann sagen, oh, das ist ja ein Irrtum oder so. Nein, nein, das ist kein Irrtum. Einfach dumm gewesen und sich von der Stasi hat reinhetzen lassen. Geldgierig, arrogant und nur blöd. Einfach nur blöd. Erinner nochmal, ja, wir werden einfach tot, ne? Hätten die Ärzte nicht mitbekommen, dass wir andere Blutsorten haben und so weiter und so fort, weil offiziell haben wir unsere Doppelgänger nur krank machen. Wir werden einfach nur tot. Deshalb wissen wir aber alle genauestens Bescheid. So ein Psychiater kann man da keinen anderen da vorspielen oder so. Der kriegt das aber schon mit. Vor allem, wenn die sich gut auf seine unterhalten haben, das war doch nicht so schlimm wie jetzt. Da konnten sie sich normal mit uns unterhalten. Egal wie betroffen wir waren. Nur langsam nennen wir sie. Und deshalb, ich möchte hier jetzt alles schön haben. Ich sage allen nochmal, wir kriegen hier keine Wohnung. Man gibt uns keine Wohnung. Deshalb, ja, jetzt kommt alles wieder. Die ganze Drogenreaktion, können Sie ruhig zuhören. Vergleichen Sie es mal mit heute Morgen. Diese schwere Vergiftung. Das ist unglaublich. So. Wir bekommen keine Wohnung, auch da nötigt man uns zum Vormundschaftsgericht. Das muss man sich mal überlegen, damit wir genau weiter die Schiene haben, damit wir später sehen, ach siehste, nun haben die beiden es nicht geschafft, eine Wohnung zu kriegen. Na, ein Glück, dass das Vormundschaftsgericht jetzt das für sie gemacht hat. Das muss man sich doch mal alles überlegen. Wir hausen hier. Das ist so schlimm. Man stört Hochladungen in unseren Sicherungen, damit wir die ganzen Täter haben. Damit man sich die Täter schon angucken kann. Damit man da ran kann. Damit man internationale Erkenntnisse kriegt. Dann sage ich immer, nur dafür veröffentlichen sie ihn. Veröffentlichen wir sie im Moment nicht. Man nötigt uns, dass wir andere Blödmänner filmen und veröffentlichen, damit sie doof tun können. Sie hören damit auf. Das mussten wir nur machen, weil sie hier alle gegen das Gesetz verstoßen haben. Sie sind hier alle hochkriminell. Hochkriminell. Wir haben Verluste dadurch. Nur weil sie ihren dummen Kopf mal aufmachten und einfach meinten, sie können denken. Selber Nadine, oh, das ist aber meine Sache, das macht aber keiner. Und uns alles aufdrängt, obwohl sie sehen, sie sind nur dumm. Einfach nur dumm. Das muss ich Ihnen nochmal eindeutig sagen, Nadine. Das begleiten Sie sonst nicht. Und das ist keine Beleidigung. Sie sind nur dumm. Mensch, 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 ich will von Ihnen nichts. Sie haben doch hier schon schönes Kram, das ist doch gut. Und jetzt wohnen wir uns schön dran, Herr Nadi. So sehe ich jetzt doch mal Kopf noch einmal einen Zopf und wenn ich aufpassen, Bratsch, Herr Nadi. Mann, so ist das Leben. Man legt sich mit einem an, mit dem man sich nie hätte anlegen dürfen. Und das lassen wir erstmal andere Länder mitkriegen, was die im Fett schon starben. Na, Nadi, mit voller Absicht, damit man hier die Korruption und Drogen
nicht rauskriegt in Frankfurt. Das möchte ich auch nochmal alles sagen. Diese ganzen Lieferungen, vier Lastzüge, vier schneeweiße Lastzüge mit Hänger, Schwerlastzüge, die größten in Deutschland. Ja. Volvo oder Mercedes, weiß ich heute nicht mehr genau. Superschöne Schwerlastzüge wurden hier ausgeladen, volle reinem Heroin. Nur für Frankfurt. Des Weiteren im Übergangswohnheim Höchst, da haben wir die gesehen, wie sie es aussieht. Da haben wir wohl auch den Ort gefehlt. Unmengen waren da, waren auch neben der Waschküche unten. Nun weiß ich ja, was ich da gesehen habe. Also ich nehme an, mindestens halb so viel war da. Mindestens. Wenn nicht sogar genauso viel. Das kann ich heute nicht mal einschätzen. So. Und wir werden hier einfach weiter begabt. Wir haben hier Körperreaktion. Uns geht schlecht. Die Wohnung ist kalt, weil wir auflassen müssen. Wir wissen nicht, wie wir die nächste Nacht überleben. So geht das jeden Tag. Was haben Sie für Vorstellungen? Was haben Sie für Vorstellungen, Herr Dati? Nein, einfach nur unfähig. Und deshalb entgeht mir hier keiner. Ich muss das einatmen, das ist drin, wir haben Hirnschäden. Das kann man nicht mehr rückgängig machen alles. Wir sterben garantiert eher, die Hirnschäden bleiben. Dafür will ich sie alle schön haben. Ne? Und Hasselbeck und die Äste, super, schöne, die sind hier alle noch in Antobünden. Das muss man sich mal überlegen. Voll die Hand aufgehalten. Super kriminell, diese Schweine, der Nadine. Und reizt mich doch so an der Tür. Mit Feuer an, das ging's nicht mehr. So, und überall, Gericht hier, Sozialgericht, reizt uns nur, schreit nur mit uns rum. Das muss man sich mal überlegen. Auf der Straße, überall angepöbelt, doof getan. Das können wir alles nicht. Immer wieder habe ich gesagt, ich brauche Equipment, was ich mir einfach auf meinen Kopf setze, damit ich das alles sofort habe. Man schneidet unsere Wege, man tut einfach doof. Ich möchte das nicht. Mir ist doch egal, was Sie hier machen. Sie halten jetzt schön durch. Und das, ich mache jedes Mal einen Affen auf, wenn Sie doof tun. So, und es ist Schluss. Ich habe da keine Lust mehr, dumm kommen zu lassen an den Gerichten. Man passt jetzt auf, dass wir nicht rechtzeitig unseren Briefkasten kriegen. Man beklaut uns da wieder. Das ist jetzt alles wie früher. Die Stasi liest alles. Sie klauen uns einfach alles raus und wir kriegen gar nichts. So, und der grobsüchtige Postbote, na, ich hab da alles reingesteckt. Und keiner klopft an unsere Tür oder tut jetzt so. Das interessiert mich nicht. Bitte Post jetzt natürlich. Jedenfalls, wir machen nicht auf. Wir können auch nicht einfach aufmachen. Weil das will man nutzen. Das hat man doch immer versucht. Jetzt wissen wir doch Bescheid. Was haben die immer an unsere Tür gedroschen? Oder bist du den Blatt beinahe geklappt? Den haben wir aufgemacht. Ja, Bums. Den machen wir sofort auf die Lose. Sie hören auf damit. Sie halten jetzt schön still. Sie haben doch schon gemerkt, dass das jetzt alles schön passt. Wir waren so geheim, so wie ein Blödmann von Ihnen hier was mitgekriegt hätte. Hätte in Moskau einen Knall gegeben, Spezialanhalt, und man hätte Ihnen hier schön Ihren Händen mal durchgepustet. Und danach wären Sie schön gestorben. Haben Sie das schon mal kapiert? Jetzt begreifen wir es langsam. So, und Sie haben nicht geglaubt, dass man unsere ganzen Freunde getötet hat? Auch das haben wir genau richtig erkannt. Aber echte Freunde, wo wir ganz, ganz selten waren, die ganz herzlich waren, genau. Echte Freunde in der ganzen DDR. Das möchte ich da auch nochmal sagen. Jetzt brauchen Sie nicht mehr. Sie haben uns hier schön weiter hier holen lassen und so. Das geht, Sie kriegen das volle Programm. Das sind nur vorläufige Urteile und wir urteilen richtig. Aber genau nach dem BRD-Gesetz. Und dann gibt es schöne Aufschläge. Sie sind so schön dusselig, ich krieg die schon her. Da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Sie sind einfach nur primitiv doof und nerven nebenbei. Was müssen wir uns hier nebenbei noch anstrengen? Was war das Wichtige, das da rausgekriegt hat? Die haben ganze Autos einfach geklaut, wie Peter Geisler. Und der lässt er da 2 Jahre oder 3 oder 4, ich weiß nicht wie lange. Der ist nie in der Stadt gekommen, der ist nur mit draußen gefahren. Ja, irgendwie hat er das abgewartet, bis da aus der Fahndungsliste draußen ist. Das ist unglaublich. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ach, ich habe ja hier meine Autonummer. Ach, das ist meine. Ich dachte, ich hätte noch Peters Autonummer. Nee.
Dann hätte ich mir noch die falsche Autonummer gesagt. Nee, also meine moskische Autonummer brauchen Sie ja nun nicht auch noch wissen. Sie wissen das schon alles von uns, ne? Danke für Ihre Aufmerksamkeit.